Ja, mit Let's Get the Show on the Road geht's auch los und damit herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom T49 und bei dieser Runde konnte ich einfach nicht nein sagen. Der Schaden, die XP, die sind pervers und ich freue mich, dass No Hacks Only Skill das Ganze hier eingeschickt hat. Karte Fischer, 9er, 8er, 7er Gefecht. Ja, und natürlich erstmal typisch die Mitte abzufahren. Der Ru hat ihm zwar eine gegeben, aber hat natürlich 1112 lassen müssen. Also, das ist schon eine Ansage direkt mal. Da wird ein bisschen gekuschelt, halb so wild, aber 1112 ist ganz krass. Also, da muss man sagen, da tut einem der Ru direkt ein bisschen leid. Der denkt sich auch, ja cool, da kommt einer her, den kann ich gut durchschlagen. Mach ihm mal 250 Schaden und der gibt 1100 zurück. So, jetzt hier der Chieftain. Beide direkt nebeneinander. Was macht er denn? Vor, zurück, immer genau da, wenn er das auch macht. Also merkwürdig, der Chieftain. Jetzt kriegt er hier sogar noch die Art, hier aber Gott sei Dank nur der Splash. Nicht der dicke Schaden. Der Grand Finals Panzer hier allerdings am Vorbeifahren, Chiri auch nicht zu erreichen. Und jetzt der Grand Final. Ne. Schade, schade. Hat nicht sollen sein, weil der wäre jetzt mit dem Schuss ziemlich wahrscheinlich weg gewesen. So, und da, der WZ kriegt da auch mal 914 reingedrückt. So, und jetzt aber kriegt er da den M4190, aber sowas von entspannt raus. Da drüben mit TVP auch ein Panzer, der gut in sein Beuteschema passen würde. Mit schade, dass wirklich bei den Replays aktuell dieses Problem der Silhouetten ist, dass man die nicht sieht. Auf jeden Fall steht es aktuell 2:6. Dafür braucht man keine Silhouette, das sieht man auch so. So. Na? Ja. Der Centurion hat auch da mal. Also, das ist schon einfach krass, wenn der zuhaut, wie heftig das jedes Mal ist. Da muss man einfach sagen, das tut so unglaublich weh und das ärgert einen so sehr. Das ist fast genauso schlimm wie so ein Art-Hit. So, da sehen wir jetzt mal wieder vereinzelte Silhouetten, aber naja. Auch nur so ein bisschen. Na, vielleicht jetzt noch hier den Killshot. Ja, der funktioniert. So ist es gut. Sein zweiter Kill. Na, vielleicht da jetzt gleich der nächste dicke Treffer. Der Skoda bewegt sich da eher minimalistisch. Ja. Der war jetzt zwar nicht so heftig mit 440, aber er war immer noch ein Treffer und gut genug dafür. Da hat der VK auch ein dickes Gerät. Da dürften wir jetzt auch keinen Tausender Damage erwarten. Und sieht so aus, als ob der daneben gegangen ist. Wir haben kurz hinten im Hintergrund die Explosion da noch gesehen.
so gerade keiner offen, auf den er kommt. Der T-54 da hinterhalb. Also ich finde die Aufstellung von dem Team eigentlich sehr interessant. Sein Team ist hier in der Mitte komplett eigentlich von beiden Seiten umkesselt. Nur der T-54 Mod ist da noch ein bisschen außerhalb. Da ist der Chiri vor ihm. Deswegen hier ein bisschen zurückziehen. Angesagt. Jetzt hofft er, dass der Chiri natürlich hier vorlurt. Und der könnte gepasst haben. Natürlich jetzt leider nicht zu sehen, wie viel, was er noch hat. Reload-Zeit nicht vergessen. Er hat auch nur noch 539 Hitpoints. Also auch nicht mehr die dicksten HP, die er am Start hat. Vielleicht sehen wir jetzt bald den Chiri. Dann kann man ja sehen, ob er ihn getroffen hat oder nicht, weil ich denke mal, sonst wird ihn keiner auf dem Schirm gehabt haben. Da ist auf jeden Fall ein CDC. Auch ein tolles Ziel für ihn. Der kommt hier, lurt hier hoch. Ah, schade. Sehr wenig diesmal verloren. Der WZ ist da wieder offen. Der Chiri... Oh ja, der Chiri hat auch nur noch 88. Ne, das war der Ru. Und der Chiri hat auch... Wo ist, da ist der Chiri. Entschuldigung. 339. Aber auch der wird den Hit bekommen haben. War jetzt kurz ein wenig... Uiuiui. Der ging gut mit dem Snapshot. Alter Schwede. 5457 angezeigt. Aber, wie gesagt, da fehlt auf jeden Fall noch der dicke Chiri-Hit. Den hat er noch gut gehabt. Und wie sich dieses Match gedreht hat, ist sensationell, dass das mittlerweile 12-7 für sein Team steht. Hätte ich ja niemals erwartet nach dem zwischenzeitlichen Spurt von dem Gegnerteam. So, und da ist jetzt ein Panther. Und die Arti, den Panther, das aimt er lange ein, lange ein, lange ein. Und jetzt muss er ihn wegmachen. Der schaut gar nicht auf ihn. Ja, und da nimmt er ihn raus. Sein dritter Kill. Und jetzt, glaube ich, ist nicht mehr die Frage, warum er über 1800 Basis-XP eingefahren hat, sondern es ist sehr klar, mit einer 7000 Damage-Runde ist es recht einfach, in Anführungszeichen. Tolle Runde mit einem super trolligen Panzer, den ich immer wieder gerne in Aktion sehe, weil die Schellen einfach so cool sind. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Daher vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.